Historischer Auftritt im Pokal-Halbfinale durch Regionalligist 1. FC Saarbrücken, die nach Köln und Düsseldorf wieder einen Bundesligisten raushauen wollten im Provisorium in Völklingen. Aber Bayer Leverkusen in den roten Trikots hatte die Lektion verstanden. Konzentriertes Spiel von Beginn an und die frühe Führung in der 7. Minute durch Diaby nach toller Vorarbeit von Demir Bay. Leverkusen wollte zum 4. Mal ins Finale und waren von Beginn an konzentriert unterwegs auf diesem Weg. Diaby auch mit dem letzten Tor im Pokal gegen Union Berlin beim 3:1 im Viertelfinale, jetzt die Führung. Und in der 19. Minute gleich das 0:2. Lucas Alario nutzt das Missverständnis zwischen Torwart Batz, dem Superhelden aus dem Viertelfinale, und Manuel Zeitz. Tja, der Traum schon vorbei für den 1. FC Saarbrücken. Sie hatten nichts zu bestellen in dieser Anfangsphase gegen Bayer 04 Leverkusen. Das spürten auch die Ersatzspieler. Die Euphorie schnell verflogen. Naja, vielleicht dann doch konzentrieren auf die 3. Liga in der nächsten Saison. Aufgestiegen sind sie ja schon. Der 1. FC Saarbrücken. Paulinho nochmal mit einer Möglichkeit. Ein Champions-League-Teilnehmer, dann doch offensichtlich einen Ticken zu gut, eine Spur zu konzentriert. Und Peter Bosch konnte schon zur Halbzeit ein bisschen durchwechseln. Er wusste, hier brennt nicht wirklich was an, wenn wir konzentriert bleiben. Aber Saarbrücken kam besser aus der Pause, zeigte wirklich was, wollte mitspielen und hatte eine gute Möglichkeit. Sebastian Jakob. Das ist dann auch so, dass Trainer Lukas Kwasniok mal ein bisschen Brust raussieht bei seinen Jungs. Aber es war insgesamt zu wenig. Der Deckel war drauf, 58. Minute, das 0:3 durch Bellarabi. Wieder eine tolle Vorarbeit von Kerem Demirbay, der hier den sicheren Ball der Saarbrücker sich holt. Klasse verlängert auf den eingewechselten Bellarabi. Und der mit dem Endstand für Bayer 04 Leverkusen, die 1993 einmal DFB-Pokalsieger waren, aber mit 80% Ballbesitz hier alles im Griff hatten. Also nochmal eine Ehre für die Pokalsaison, die tolle Pokalsaison der Saarbrücker. Daniel Batz, der saarländische Volksheld aus dem Viertelfinaltriumph gegen Düsseldorf, hält nochmal fantastisch und verabschiedet damit sein Team aus dem DFB-Pokal. Leverkusen im Finale und der Platz in Völklingen in den Geschichtsbüchern.